1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine freie Themennacht. Gestern hatten wir ein festes Thema, heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 41 Jahre alt und heißt Manuela. Hallo Manuela. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, ich habe mir den Bauch straffen lassen. Ah, eine Schönheits-OP. Ja, genau. Warum hast du dir den Bauch straffen lassen? Weil ich unzufrieden war mit meinem Körper. Wie sah denn der Bauch aus? Ja, wie mein Bauch ausschaut? Ja, wie der aussah. Warum warst du unzufrieden mit dem Bauch? Erstens mal durch drei Schwangerschaften, ja. Ziemlich dick. Ja. Schwangerschaften und Schwangerschaftsstreifen und der Bauch war halt sehr gehangen. Ja. Und es hat halt nicht schön ausgeschaut. Also ich konnte nie eigentlich ein Bikini anziehen. Ja. Also es wurstelte sich immer irgendwie so raus. Wie bitte? Das wurstelte sich so raus. Ja. Also da war auch nichts mit Sport machen und da hing einfach... Nein, also konnte ich nichts. Also ich konnte ihn auch nicht straff machen mit Sport. Habe ich alles probiert. Ich war im Fitnessstudio, habe ja. daheim teure Geräte gekauft. Ja. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwie mal ins Internet und habe das eben gesehen, dass man das machen lassen kann. Bauchdeckenstraffung heißt es. Ja. Was genau ist jetzt Bauchdeckenstraffung? Was hat man da bei dir gemacht? Also man hat mir den Bauch bis zum Brust abgetrennt. Aufgetrennt? Wurde komplett nach unten gezogen. Halt, wie wurde der Schnitt gemacht? Wurde der von oben? Der Schnitt wurde am Bauchnabel ja. angesetzt. Nach oben? Nein, quer rüber. Ach, quer rüber. Nach Achso. rechts. Ah ja. Und wie viel Zentimeter? Oh, das geht von der linken Hüftknochen bis zum rechten Hüftknochen. Ach so, ein Riesenschnitt. Es ist ein Riesenschnitt, es war auch eine ziemlich schwere OP, die hat 2,5 Stunden gedauert. Wie gesagt, mir wurde die Bauchdecke abgetrennt bis zum Brustbein hoch. Ja. Der Bauch wurde nach unten gedrückt, gezogen. Der Bauchnabel wurde mir versetzt, also der wurde rausgeschnitten. Du lieber Himmel. Dann wurde das Ganze nach unten gezogen und ja. unterhalb beim Schambereich wieder zugenäht. Ja. Und dann hatte ich einen neuen Bauchnabel und habe halt auch eine riesengroße Narbe. Ich wollte gerade sagen, so ganz habe ich es immer noch nicht verstanden. Also irgendwie ist es quer ganz aufgeschnitten worden ja. und es ist viel gezogen und Jawohl. Gestrafft worden und wahrscheinlich auch weggeschnitten worden. Ne? Das ist mir, sind mir zwei Riesenstücke Fleisch aus dem Bauch. Also der ganze Unterbauch, was gehangen hat, ja. wurde mir rausgeschnitten. Das war Haut und Fettgewebe? Ja, genau. Mhm. Und jetzt habe ich halt einen richtig schönen flachen Bauch. Aber du hast die riesige Narbe, oder? Ja, die Narbe habe ich, aber wie gesagt, die Narbe verblasst mit der Zeit. Das stimmt, wenn man das heutzutage gut macht, die Chirurgie ist ja so weit fortgeschritten, dass es nach einer gewissen Zeit kaum mehr zu sehen ist. Also das dauert 1 bis 1,5 Jahre. Aber Doch. Ich sag mal, es fängt schon an, ziemlich blass zu werden. Ja, wann hast du es machen lassen? Dieses Jahr. Dieses Jahr? Im Juli. Ach, im Juli, das heißt, das ist noch gar nicht lange her. Nein, es ist noch gar nicht so lange her. Gesagt, ich hält mit dem Gedanken eigentlich schon Jahre, ja. das machen zu lassen. Und ich war auch schon bei verschiedenen Schönheitschirurgen. Ja. Besser gesagt, ich würde auch nie zu einem Schönheitschirurgen gehen, nur zu einem plastischen Chirurg. Ja, wichtige Unterscheidung. Ne? Ja, genau, ja. weil Schönheitschirurg kann ja jeder werden genau. oder sein. Kann sich auch jeder Chirurg nennen, glaube ich. Und deshalb, man soll sich auch sehr viel informieren darüber. Mhm. Ne? Eben, jetzt nochmal in die theoretischen Einzelheiten gehen, würde ich gerne nochmal fragen, mit dem Bauchnabel, den alten Bauchnabel, der ist weg. Der ist versetzt worden. Ach so, den hat man rausgeschnitten den und hat weiter rausgetrennt und ja. nach unten gesetzt. Dann haben sie mir den Bauch gestrafft und ja. zugenäht und dann ja. hat sie ein Loch gemacht und hat mir dann den Bauchnabel wieder eingesetzt. Das klingt wie bei einem Auto oder so, ne? Man macht da was weg und da rein und aber es hat gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Es ist ja nur das, er muss ja durchblutet werden. Es kann auch passieren, wenn der nicht richtig durchblutet wird, dass der abfault. Also schwarz wird. Ach, das kann auch passieren. Das kann passieren. Wie gesagt, man muss sich schon gut informieren und wie gesagt, wenn man das nicht richtig macht, ja. dann
kann man sich da schon auch verpushen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es machen habe lassen. Ich würde es auch immer wieder machen. Du bist 41 Jahre, ja, hast du gerade gesagt. Und sagtest vorhin auch, du hättest schon sehr lange darüber nachgedacht. Ja. Würdest du heute, nachdem das jetzt so gut gelaufen ist, sagen, Mensch, hätte ich es doch schon viel früher machen müssen? Ja. Ja. Mhm. Das Problem ist halt, ich meine, so eine Schönheitsoperation ist sehr teuer. Ja, wie teuer war es? Meins hat jetzt gekostet 6.300 Euro. Oh, das ist viel Geld. Wie lange musstest du da noch im Krankenhaus liegen danach? Also ich bin früh operiert worden, um 8 Uhr musste ich da sein. Ja. Die Operation hat circa 2,5 Stunden gedauert und bin am nächsten Tag heim. Schon wieder? Ja. Schon wieder, ja. Aber man kann nicht gerade gehen. Man muss sich vorstellen... Ist völlig klar, wenn man so ein... Das ist ja eine richtige Wunde. Man läuft ein paar Tage wie nach vorne gebeugt, weil das muss ich alles langsam dehnen. Hast du denn starke Schmerzen gehabt? Nein, gar nicht. Mhm. Mit Schmerzmitteln wahrscheinlich dann, ne? Nicht. Ich habe nach der OP halt Schmerzmittel gekriegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Schmerzen gehabt. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt und war eigentlich überrascht, dass ich gar nicht so Schmerzen gehabt habe. Jetzt lass uns mal auf die Kosten zu sprechen kommen. 6.000 Euro ist natürlich eine Menge Geld. Ja. Sowas zahlen nicht die Krankenkassen, nein, das ist klar, ne? Du hast es so privat bezahlt. Ja. Ich meine, es gibt auch die heißen Schönheitsmakler. Davon habe ich neulich zum ersten Mal was gehört. Das sind wie Immobilienmakler. Ja, das ist ein Makler, zu dem geht man hin. Ich meine, durch den bin ich auch an die Klinik gekommen. Aha. Also ein Berater in Sachen Schönheitschirurgie? Genau, der gibt mir einen Gutschein. Mit diesem Gutschein gehe ich zu der Klinik hin. Ich meine, man kriegt schon die Klinik vorgesagt. Ja. Und dann geht man da hin und lässt sich beraten. Und wenn man das machen lassen möchte, dann kann man das auch finanzieren. So wie wenn ich jetzt ein Auto mir finanziere, so kann ich mir auch die Schönheits-OP finanzieren. Das heißt, dieser Schönheitsmakler würde dir quasi, aber bei dir war es noch nicht nötig, aber würde dir eventuell einen Kredit geben oder einen Kredit vermitteln? Der vermittelt den Kredit. Das wäre wirklich irre. Ich sag mal eben, bevor wir weiterreden, Manuela, das ist für mich ein relativ neues Thema mit diesen Schönheitsmaklern. Wenn uns so jemand zuschauen sollte, das finde ich sehr spannend. Ruft doch bitte an oder meldet euch bei uns. Ich würde gerne mit euch oder mit dir, der du Schönheitsmakler bist, heute oder morgen mal reden. So, das war aber nur ein Einschub. Du hast dieses nicht in Anspruch nehmen müssen, sondern hast es privat aus deiner eigenen Tasche gezahlt. Ja, gut, wenn ich das Geld nicht gehabt hätte, hätte ich es auch finanzieren lassen. Ja, jetzt nochmal eine Frage zu der guten Recherche. Da hast du aber so jemanden beansprucht, um an den richtigen plastischen Chirurgen zu kommen. Ja. Ja. Und also ich habe das im Fernsehen gesehen, habe aber eine andere Ärztin gesehen und an die Ärztin wollte ich antreten. Bin aber durchs Internet an die dran gekommen und bin dann irgendwie auf die Seite von diesem Schönheitsmakler gekommen. Ah, ja. Und den hatte ich dann angerufen, ist auch eine kostenfreie Nummer, hat auch ein sehr langes Gespräch mit dem Mann und der hat mir dann, wie gesagt, Gutschein geschickt. Weißt du, man muss ja dann, wenn man ein Beratungsgespräch hat, muss man ja normalerweise 150 Euro bezahlen. Weißt du, Manuela, da wäre ich im ersten Moment auch skeptisch. Wer ist das? Jeder kann sich doch wahrscheinlich Schönheitsmakler nennen. Kann man diesen Leuten vertrauen? Ja, es ist eine Frage. Ja, also ich hatte ihn ja schon im Fernsehen gesehen, den Mann. Das heißt ja gar nichts. Im Fernsehen sieht man alle möglichen Leute. Ja, schon. Ich meine, ich hatte mich schon vor 2-3 Jahren mal beworben. Und zwar war ich da in München bei einem Arzt. Das war auch ein Schönheitschirurg oder plastischer Chirurg. Der hätte mir das auch gemacht, aber da war mir der Weg zu weit nach München. Mhm. Und dann habe ich das irgendwo dann wieder ins Sand laufen lassen. Dann habe ich gedacht, okay, du musst halt damit leben. Und gab es denn bei deiner Seite, bist du in einer Beziehung? Bist du verheiratet? Ich bin geschieden. Bist geschieden? Ja, ich hatte eine Beziehung und die ist seit letztem Jahr vorbei. Achso, haben denn die Männer oder hat dein letzter Mann... hast du das Gefühl gehabt, dass dem das auch unangenehm war, dich anzufassen, dass der das nicht mochte, wie du aussahst? Hatte ich immer wieder, ja. Ja, also... Ja. Ich meine, man muss sich das vorstellen, wenn man mal ziemlich dick war und nimmt ziemlich viel ab und dann hängt es runter. Das habe ich im Fernsehen schon gesehen. Dann haben solche Fettschürzen, glaube ich, nennt man das. Ja, genau, so eine Fettschürze. Ich meine, ich hatte jetzt nicht so eine überwiegend große Fettschürze, aber ich hatte eine Fettschürze. Also das sieht schon schlimm aus und da habe ich absolutes Verständnis dafür, dass jemand sagt, das will ich weghaben und das lasse ich mir wegmachen, da man das ja auf einem normalen Wege nicht wegkriegt. Also hast du es so für dich gemacht, aber natürlich auch, um etwas attraktiver zu sein für eventuell neue Beziehungen. Ja, genau. Ja. Also nicht bereut, für dich eine tolle Sache, das Ganze. Hast du denn ein bisschen Angst gehabt, als du in die OP gegangen bist? Ja.
Glaube ich. Ja, ich habe Riesenbammel davor gehabt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Narkose her und von dem Ärzteteam alles super. Also die Narkose, die war so, ich habe mich da hingelegt, er hat gesagt, ich dämmer jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen gedämmert und schon war ich weg. Ich bin wieder aufgewacht, ich habe wieder mitgekriegt, wie sie mich runtergehoben haben vom OB-Tisch. Ja. Ich bin in mein Bett aufgewacht, ich habe dann geschlafen, war wieder mal wach. Die haben mir dann irgendwann gesagt, sie geben mir Schmerzmittel. Ich habe noch gesagt, ich brauche kein Schmerzmittel, ich habe keine Schmerzen. Mhm. Das Einzige, was mal wehgetan hat, wie ich das erste Mal aufstehen musste, weil es war ungewohnt, wenn man auf einmal aufstehen will und kann sich nicht gerade hinstellen, sondern man steht gebuckt da. Ist ja auch klar, nach so einem schweren Eingriff. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Schmerzen waren gar nicht so. Deswegen das Schöne ist eigentlich jetzt danach. Ich habe eine Bitte an dich. Wenn das möglich ist, könntest du mir Fotos schicken, vorher, nachher, von deinem Bauch? Würde mich irrsinnig interessieren. Geht das? Ungern, aber ich mag's. Also mich würde es wirklich sehr interessieren, wenn du es nicht gerne machst, dann muss ich es nicht. Ich kann dir das machen. Also ich muss jetzt übernächste Woche wieder in die Klinik für die Nachherbilder. Ja. Und dann lasse ich mir welche wieder geben. Na super, da freue ich mich sehr. Und dann schicke ich dir welche. Ja. Liebe Manuela. Ich brauche deine Adresse. Ja, ich sag's dir gleich im Laufe der Sendung mal durch und dann kannst du es mitschreiben. Mhm. Okay. Mhm. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Also alles ich möchte noch sagen, wer den Mut hat, es machen zu lassen, sie sollen es machen, die Frauen. Weil sie werden merken, was für ein Selbstwertgefühl man kriegt, wenn das weg ist. Aber man muss gut recherchieren, dass man auch einen guten Arzt kommt. Auf jeden Fall. Man kann sich nicht gleich den Nächstbesten unter das Messer legen, weil ich meine, ich habe auch meine 3-4 Jahre gebraucht, bis ich jetzt den Schritt gebracht habe. Finde ich auch, sollte man sorgfältig machen. Liebe Manuela, genieß jetzt dein neues Leben mit dem neuen straffen Bauch und alles Gute, alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So. Ihr Lieben draußen im Lande, hier ist der Nächste, der sich jetzt hier uns vorstellt. Das ist nämlich Nemo. Hallo Nemo. Hallo. Ein Mann. Ne? Ein Mann. Ja. Ein Mann. Ein Mann mit im Alter von 23 Jahren. Hallo. Genau, hallo. Nemo, was geht's bei dir? Worum geht's bei mir? Ja, klingt komisch, ist aber so. Ich bin ein Tigerelf. Ein was? Ein Tigerelf. Ein Tiger, so wie der Tiger? Genau. Elf, so wie eine Elfe? Genau. Nur halt in männlicher Form. Du bist keine Tigerelfee, weil du ein Mann bist. Du bist ein Tigerelf. Genau. Was ist das, ein Tigerelf? Wie soll man das beschreiben? Also, ich habe das noch nie gehört. Sag mal, ich denke mal, wie ein Elf aussieht, kennst du so aus der Ringe halt mit spitzen Ohren und so weiter und so fort, denke ich mal, kennt jeder. Ja. Du sicher auch. Und sogar ich. Tigerelf unterscheidet sich in dem Fall, dass er halt noch Tigercharakteristika hat, wie eben zum Beispiel den Schwanz, dann Fellbewuchs, goldene Katzenaugen, die Zähne halt und Krallen an den Fingern, solche Sachen. Und aggressiv ist? Aggressiv? Naja, ein Tiger, mit einem Tiger ist ja nicht zu spaßen. Ne? Ja, also sagen wir mal, nicht viel aggressiver als ein normaler Elf auch. Allerdings, wenn man ihn reizt, sollte man zusehen, dass man Land gewinnt. Warum glaubst du, dass du das bist? Ja, warum kann ich nicht direkt sagen? Es ist halt so. Also seit wann ist das denn so? Im Grunde eigentlich schon immer. Also ich denke mal, warum es so ist, ist genau das, als wenn du einen Transvestiten fragen würdest, warum er der Meinung ist, dass er eine Frau ist. Gut, also, dann frage ich anders. Dann frage ich, seit wann hast du denn gemerkt, dass du ein Tiger, gerade ein Tigerelf bist? Du könntest ja auch ein normaler Elf oder du könntest ein Engel sein oder So. Also ich habe im Grunde schon im Kindesalter halt auch du immer könntest gespielt. Auch ein Troll könntest du ja auch sein. Ja, aber also war nicht. Das ist, sagen wir mal so, es ist schwer zu beschreiben. Also irgendwie, ich habe schon immer gespürt, dass ich irgendwie anders bin als andere und habe halt auch als Kind irgendwie schon gespielt, dass ich halt eine Katze bin oder ähnliches halt. Ja. Und also darauf gekommen, dass ich ein Tigerelf bin. Im Grunde habe ich eigentlich nur rausgefunden, indem ich halt selber über mich nachgedacht habe, in mich gegangen bin und? Ja, im Grunde halt verschiedene Sachen halt auch mehr oder weniger ausprobiert habe, durchlebt habe und halt dann dahin geblieben bin quasi. Aber da muss man da erstmal eine ganze Menge gelesen haben, dass man weiß zum Beispiel, dass es Elfen vielleicht in der Fantasie oder auch real gibt. Ne, da musst du auch schon Bücher gelesen haben, um auf die Idee zu kommen wahrscheinlich. Also sagen wir es mal so, dass es Wesen gibt, an die vielleicht nicht alle glauben, das weiß ich, davon bin ich überzeugt und dass ich halt auch so ein Wesen bin, daran glaube ich auch, beziehungsweise ich sage nicht, dass ich eins bin, ich würde mal eher sagen, ich war eins oder habe den in mir, also es ist schwer zu beschreiben. Das ist jetzt ein bisschen ein absurdes Gespräch,
Aber das ist völlig in Ordnung. Nemo 23, ist Nemo dein richtiger Name? Nein, nee. Das ist nicht mein richtiger Name, sondern ich nenne mich als Tigerelf Nemo Armitage. Also, wie lebst du denn dein Tigerelfentum? Wie lebe ich das? Ja, also im Grunde lebe ich natürlich wie jeder normale andere Mensch. Also fragen wir mal ganz konkrete Sachen. Du bist 23 Jahre alt. Was machst du vom Beruf? Ich habe gelernt Fachinformatiker im Fachbereich Systemintegration. Und hast du einen Job im Moment? Leider noch nicht. Nein, nicht. Okay. Auf Arbeitssuche. Hast du eine Freundin? Eine Verlobte, ja. Eine Verlobte. Und die ist auch damit einverstanden, dass sie da an ihrer Seite keinen normalen jungen Mann hat, sondern einen Tigerelf. Ja, da sie auch ähnlich veranlagt. Ah, sie ist auch so drauf. Dazu. Seid ihr irgendwo in irgendeiner Gruppierung oder gibt es einen Club oder so eine Fantasy-Gemeinschaft oder irgend sowas? Es gibt so eine Art Gruppierung, ja, aber also, wie soll man das beschreiben? Bist du nicht drin? Also halt, es gibt eine Gruppierung von Leuten im Internet auch vertreten eben, die halt ähnlich veranlagt sind wie ich, die halt, sagen wir mal, einen Wolf als alter Ego haben oder so. Jetzt will ich aber dennoch wissen, wie du oder deine Freundin, die vielleicht ähnlich gestrickt ist, wie ihr das so lebt im normalen Leben und im Alltag. Also, wie soll ich das beschreiben? Also, sagen wir es mal so, ich krabbel nicht auf allen Vieren durch die Wohnung und esse aus Näpfen oder so. Einfach aus dem Grund, da ich ja halt auch eben zum Teil ein Elf bin und Elfen ja, die beleben sich ja im Grunde fast wie Menschen. Mhm, und ja, wie lebe ich das? Also sprich zum Beispiel, wenn ich mich wohlfühle, fange ich an zu schnurren. Ach so. Ich maunze auch. Ja. Unter anderem, und wenn ich halt auch sauer bin, dann kann es halt auch passieren, dass ich jemanden anfauche. Oh. Wobei also, ich das natürlich in der Öffentlichkeit versuche zu verstecken, da ich halt da logischerweise auf Ablehnung stoßen kann oder auch auf Unverständnis eben. Faucht doch mal, ich will mal wissen, wie ein Tigerelf faucht. Klingt ähnlich wie eine Katze. Ja, mach mal. Auf Kommando? Geht das nicht. Geht das nicht, nein. Nee, geht das eigentlich nicht. Obwohl, du könntest mich jetzt ärgern, dann könntest du vielleicht das Glück haben, dass ich fauche. Also, wie ärgere ich dich denn jetzt am besten? Ich sage, das ist alles Quatsch, was du da erzählst. Doch Unsinn. Glaub ich alles nicht. Hirngespinste. Provoziert dich aber auch noch nicht so sehr. Nee, nicht wirklich. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ist das einfach so ein Hobby, so ein Spaß, sich so zu denken? Oder ist das wirklich ganz ernst, dass du sagst, ich fühle mich so? Ich fühle mich wirklich so. Also ich würde mich auch also dementsprechend operieren lassen, so meinen Körper verändern, wenn das ginge. Ja, du kannst dich ja nicht zum Tiger um. Nein, aber ich könnte halt bestimmte Merkmale halt ändern. Ich würde mir zum Beispiel tierisch gern halt so blöd klingt, einen Schwanz implantieren lassen, Ohren verlängern lassen, Zähne abfeilen, spitz feilen lassen. Habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen? Was war denn das noch? Da hat sich jemand auch so umoperieren lassen, dass er irgendwie wie eine Katze aussieht. Ja, wie eine Katze, glaube ich. Das war völlig bizarr. Genau. Das war völlig schräg, war das. Ja, das ist auch einer. So weit würdest du auch gehen? Bitte? So weit würdest du auch gehen? So weit würde ich auch gehen, nur ich mache es halt einfach aus dem Grund nicht, weil ich da der Meinung bin, dann, ja, wie soll ich sagen, jeder Mensch braucht einen Job zum Leben und so weiter und so fort. Und da ich als Lebenskünstler bezeichne, genau, kann ich das nicht machen. Stimmt, also als Tiger-Informatiker wäre es ein bisschen schwierig. Haben Tiger-Elfen auch Sex? Logisch. Ja, logisch. Mhm. Also ist das so ein Sex, wie wir uns das vorstellen, oder geht das da anders zur Sache? Nein, das ist im Grunde eigentlich ein normaler Sex halt, nur halt, dass halt auch geschnurrt und halt auch gemaunzt wird zwischendurch. Das ist ja spaßig. Also während des Sexes wird gemaunzt und geschnurrt. Ja. Geknurrt auch mal, wenn es nicht so läuft, wie man will. Selten, ja. Du bist das Männchen. Ja. Das Weibchen ist neben dir dann, ne? Ja. Das ist ja deine Freundin. Läuft das dann auch so klasse? Was habe ich jetzt wieder für Fantasien? Läuft das dann genauso ab wie im Tierreich, so zwischen den Tigern? Nein, also ich denke mal, das läuft eigentlich genauso ab wie bei jedem normalen Pärchen auch. Ist ja auch noch ein bisschen schwierig bei euch, weil ihr seid ja keine reinen Tiger. Ihr Lieben, wenn ihr gerade zugeschaltet habt, wir sind ja nicht alle bekloppt, sondern wir unterhalten uns ganz ernsthaft mit Demo über sein Gefühl, einen Tigerelf zu sein. Denn du bist ja nicht nur ein Tiger, ihr seid nicht nur ein Tiger, sondern ihr seid auch Elfen. Ja. Haben Elfen denn überhaupt einen Geschlechtsteil? Also sagen wir es mal so, darüber, wenn man das über Wissenschaft nennen kann, streiten sich die Wissenschaftler mehr oder weniger. Man weiß es nicht so. Ich glaube, es ist wie bei den Engeln. Bei den Engeln weiß man das ja auch nicht so genau. Ich sehe es so, irgendwoher müssen die kleinen Elfen ja kommen, ne? Ja, aber vielleicht vermehren die sich irgendwie ganz anders. Vielleicht durch Angucken. Die gucken sich ganz intensiv an und schwuppdiwupp, sind ganz viele kleine Elfen da. Könnte ja auch sein. Na, halte ich für unwahrscheinlich. Na? Also in dieser Welt ist alles möglich. Ja, weiß man nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Lieber Nemo,
Triffst du dich mit anderen Leuten auch noch, die so drauf sind, oder nur mit deiner Freundin und sprecht ihr dann da? Es gibt andere Leute und mit denen treffe ich mich auch, ja, ja. Wobei die keine Tigerelfen sind. Also da, die sind halt zwar ähnlich veranlagt wie ja. ich, aber... Ich finde es eigentlich ganz lustig. Man hat da so eine ganz andere Welt, in die man sich so hineinfallen lassen kann, ganz fern von unserer Welt. Ich finde es irgendwie ganz, ganz bizarre und aber auch gut. Lustig. Okay. Ja. Wobei natürlich, was ich noch sagen muss, also man natürlich auch darauf achten sollte, dass man den Bezug zur Realität oder beziehungsweise ja. zu dieser Welt nicht allzu sehr natürlich, sonst verliert, bist du irgendwann ein Fall für die Geisteskrankheiten. Ne? Genau. Ja. Also so weit soll es nicht kommen. Ihr sollt weiter euren Spaß haben. Ihr sollt Elfen sein, Tiger sein und auch Menschen. Und euch soll es gut gehen. Ja, danke. In diesem Sinne, alles Liebe und Grüß deine Freundin. Ja, mache ich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Seht ihr, das war auch mal wieder eine Premiere hier. Mit einem Tiger-Elf habe ich noch nie gesprochen. Überhaupt nicht mit einem Elfen oder einer Elfin. Markus ist hier. Markus ist 31. Hallo. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Jo, du bist aber weit weg. Ja, ich sitze gerade hier auf dem Dorfplatz. So, aber in Deutschland? Ja, in Nümbrecht. In Nümbrecht? Ja. Das ist ja ganz in der Nähe meiner alten Heimat Gummersbach. Ich weiß. Und ich bin der Bruder des vor 3 Wochen verunglückten LKW-Fahrers. Oh. Ja, da müssen wir mal hinzusagen, in Nordrhein-Westfalen wissen das alle Leute, das ist auf der Wieltalbrücke, genau. auf der A4, auf der Autobahn zwischen Gummersbach und zwischen Köln und Olpe, genau. einen ganz, ganz schweren Unfall gab. Ja. Da sind Leute in einem BMW zu schnell gefahren. Ja, sind unter einen Bogen. Zu schnell gefahren, was weiß ich alles, und sind an einen Laster gekommen, und dieser Laster, da ist die Achse gebrochen und ist in die Wieltalbrücke runtergestürzt, genau. und explodiert, und der Fahrer ist verbrannt und verstorben. Genau. Und es ist ganz dramatisch und ganz schlimm. Du bist der Bruder. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also. Mhm. Als du. Ich meine, am Anfang, wo ich das erfahren habe, da bin ich, ja, wie soll ich sagen? Meine Mama sagte zu mir, ich wäre hart damit umgegangen, also da ich nicht geweint habe und. Wann hast du es denn erfahren und wie hast du es erfahren? Es ist mittags, glaube ich, passiert, gegen 11, ne? Ja, und ich war noch am Schlafen gewesen, hatte Handy alles ausgehabt, mhm. und ich habe gegen 16 Uhr erst Handy angemacht, mhm. weil ich Nachtschicht hatte und das. Mhm. Ja, und da hatte meine Mama mir auf Mailbox gesprochen gehabt, mhm. und sagte, Alex hätte einen schweren LKW-Unfall gehabt, mhm. und aber dass er nur schwer verletzt ist. Wusste deine Mutter zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er schon tot ist? Nein, oder nein. Aber das war da ja eigentlich von Anfang an klar, ja. ne? Mhm. Ja, bloß die Feuerwehrleute konnten halt nicht ran an den Brand. Mhm. Richtig, und das, und die dachten halt, da er rausgeschleudert worden ist oder da er aus dem Führerhaus noch gesprungen wäre oder mhm. was. Und aber er ist im Führerhaus verbrannt. Er ist im Führerhaus mhm. verbrannt. Mhm. Und so wie die Anwohner von Weiershagen unten. Das ist der Ort unterhalb der Brücke? Genau. Ja. mir erzählt hatten, die haben noch versucht mit Gartenschläuchen, ja. hört sich zwar banal an, ja. Versucht zu retten, aber... Aber da war nichts mehr zu retten, weil ich glaube 35.000 Liter Benzin verbrannt sind. Ne? Ja. Mhm. Dann hast du es erst am frühen Abend erfahren, was wirklich ja, für ein Unglück... Ja, ging 16.30 Uhr, mhm. also 17 Uhr. Mhm. Und meine Vermieter haben mich dann runter zur Claudia, da ist die Ehefrau, mhm. vom Alex, also, mhm. ja, gewesen. Mhm. Und direkt runtergefahren, und die hat mir dann im Prinzip gesagt, dass ja. er tot ist. Also ich hatte gelesen, dass die Ehefrau auch seit kurzem erst hier ja, in Nordrhein-Westfalen ist. Ja, vor 2 Monaten. Mhm. Und die haben auch Kinder, die beiden. Ja, mhm. nee, nicht die beiden. Also, da waren aus erster Ehe von ihr. Verstehe, mhm. Mhm. Und bist du der einzige Bruder? Oder nein, ich habe noch einen älteren Bruder, mhm. der Michael, das ist der Mittlerste, ich bin mhm. der Jüngste, 31. Wie war dein Verhältnis zu dem verunglückten Bruder? Ja, wie soll ich sagen, das Verhältnis war, ja, als Jugendliche und so, also sobald Alex und ich aufeinander trafen, da sind keine 2 Minuten vergangen, da haben wir uns gekebbelt mhm. und in der Wolle gehabt. Also wir waren uns zu ähnlich wahrscheinlich. Mhm. Und so in der letzten Zeit, hat sich das normalisiert? In den letzten
5 Jahren, seitdem ich hier oben nach Nürnberg gezogen bin. Mhm. Und hat sich das wirklich harmonisiert und wir haben einander geholfen und also, ich brauchte nur ihn anzurufen oder ja. Er, wenn er was hatte, brauchte mich nur anzurufen. Und Wie ist denn jetzt die Situation bei euch in der Familie, bei deiner Mutter? Schrecklich. Bei der Schwägerin. Ach so, bei der Schwägerin. Ja, bei allen eigentlich. Jetzt wieder oben in Bremen. Ach so, sie ist zurückgegangen. Also bei ihren Eltern. Mhm. Und wir wollen uns sehr wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag treffen bei meiner Mutter unten in Hürth. Mhm. Und wie man so schön sagt, den Nachlass regeln. Ne? Mhm. Ist es möglich, dass ihr in der Familie, du mit deinen anderen Geschwistern, du mit deiner Mutter, könnt ihr sprechen im Moment oder ist der Schock und das Unglück so tief, dass ihr gar nicht darüber miteinander reden könnt? Ich sag mal so, wenn ich mit meiner Mama, ich war die letzten beiden Wochenenden unten bei meiner Mutter, aber ich kann mit meiner Mutter nicht reden darüber so. Also ich persönlich für mich nicht. Meine Mutter möchte das wohl schon ganz gern, aber... Ja. Ich persönlich für mich nicht. Das heißt, ihr seid zusammen und könnt gar nicht über das Unglück sprechen? Genau. Mhm. Mit wem sprichst du denn darüber? Gar nicht. Gar nicht? Nicht, aber ich versuche mit Freunden ansatzweise, aber... Das ist wahrscheinlich auch schwer für die Freunde, weil die sich überfordert fühlen und unsicher und dann trauen sie sich nichts zu sagen oder nachzufragen und so weiter. Genau. Bist du in einer Partnerschaft? Nein. Hast du denn sowas wie einen allerbesten Freund, einen allerbesten Kumpel? Ja, der ist aber im Moment in Urlaub. Also stehst du ziemlich alleine da. Ja, und ich meine, ich habe auch mit meinen Vermietern schon ansatzweise drüber geredet. Die bieten mir auch an, sag ich mal, wenn ich zur Unfallstelle hin möchte oder was, da Blumen niederlege oder was, das machen die halt. Wie oft warst du schon unterhalb der Wiehltalbrücke an der Unfallstelle? 2 Wochen, nachdem das passiert ist erst. Was war das für ein Gefühl? Er ist ja am 26. ist das ja passiert, August. Mhm. Und eine Woche drauf war die, ja, wie nennt man das? Nicht Einäscherung. Die Beerdigung. Nicht Beerdigung, weil er möchte Eine Seebestattung will er machen. Ja. Da gab es also eine Trauerfeier und die Seebestattung findet. Trauerfeier, genau. Und die Seebestattung findet dann noch statt. Ja, die findet nächste Woche statt, also nächstes Wochenende. Das heißt, ihr fahrt dann alle an die Nordsee wahrscheinlich? Genau. Und dann fährt man mit einem Schiff... Bitte? Cuxhaven. Und dann fährt man mit einem Schiff raus und dann wird die Urne noch in einem kleineren feierlichen Akt an dem Meer übergeben. Genau. Was denkst du über diese beiden Männer oder beziehungsweise den Fahrer, der das zu verantworten hat? Ja, das ist das Problem. Also je länger das jetzt schon her ist, desto mehr Hass. Ordentlich auf, also wirklich. Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge? Ich habe in den letzten Tagen nichts in der Zeitung gelesen. Gibt es denn mittlerweile ein Geständnis oder leugnen die das immer noch? Geständnis, soweit wohl ja, von dem Älteren, der noch in der JVA in. Und ist der denn wirklich gefahren selbst? Das wissen sie noch nicht. Mhm. Auf jeden Fall DNA-Spuren. Und Cannabis, sag ich mal, hier von dem, der noch in der JVA sitzt, ist ihm nachgewiesen worden. Mhm. Das habe ich gestern Abend in Nachrichten noch gehört. Also das deutet darauf hin, dass er dann doch wirklich der Fahrer war. Das heißt, und die Staatsanwältin, hier die Oberstaatsanwältin von Köln, die, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist doch egal, der Name spielt ja keine Rolle. Die sagte, es kann zeitlich nicht sein, dass nur einer im Auto gesessen hat. Mhm. Das ist Sie haben die Handys auch hier, die in ihre Telefonate zurückverfolgt. Und also das kann absolut nicht sein. Also es ist ein verworrener Fall, weil die irgendwie später erst aufgegriffen worden sind. Und dann haben sie es beide abgestritten. Und einer hat gesagt, der hat gefahren, der hat gefahren. Letztendlich einer von beiden ist schuld. Ganz genau. Und wirklich schuld, weil sie zu schnell gefahren sind, weil sie wahrscheinlich Drogen im Blut hatten. Aufregend nach der Fahrbahn, ne? Aufregend, dass er mit Aquaplaning war. Unter Drogen. Und das ist nachgewiesen. Und er muss kurz vorher noch Cannabis konsumiert haben. Also das kann ich schon gut verstehen, wenn man Angehöriger ist, dass man hasst. Ich würde es auch tun. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich meine, mit meiner Mama, ich liebe meine Mutter. Also darum geht das gar nicht. Bloß ich kann nicht mit ihr so, wie soll ich sagen, offen Also darüber reden. Und auch nicht mit meinem anderen Bruder, weil
weiß nicht. Das wollte ich gerade noch fragen, was ist mit dem anderen Bruder? Warum geht das nicht? Ja, das ist wahrscheinlich von der Erziehung her, von meinem Vater her. Also, gibt es die Härte, weißt du, so wie man so schön sagt. Ja, der Vater lebt nicht mehr. Nein, der ist 97 verstorben. Also ist da eine Situation für dich eingetreten, großer Schmerz, des schweren Unglücks und dann auch noch, dass du nicht sprechen kannst, über deinen Hass, über deine Trauer, über deine Verzweiflung, über deine Sehnsucht nach deinem Bruder. Ja, mehr ist das Trauer und Verzweiflung. Hass, klar auch. Wahrscheinlich wird das nochmal alles wirklich dann aufgekocht werden, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Ja. Na, wenn es dann so weit ist. Ich meine, die Familie von dem Fahrer tut mir auch irgendwie leid, aber... Also Markus, ich finde in der Situation wirklich ganz wichtig, insofern finde ich auch gut, dass du hier angerufen hast, dass man spricht. Das bringt dir deinen Bruder nicht wieder und deine Trauer letztendlich musst du auch für dich alleine verarbeiten, aber man muss sprechen, man muss sich austauschen. Ich würde dir gerne jetzt erstmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das wäre nett, weil ich habe vor 2 Wochen schon mal versucht, bei dir anzurufen. Und ja, da waren wir noch nicht da, ne? Da waren wir noch in der Sommerpause. Ja. So, und dann wird meine Psychologin dir auch noch einen Rat geben, wo du vielleicht auch in der Nähe von Nürnberg oder in Nürnberg oder in Selbsthilfegruppe oder so. Oder in Gummersbach. Dass du austauschen kannst. Genau, dass du auf jeden Fall jemanden hast, wo du hingehen kannst und wo du dich aussprechen kannst. Das machen wir jetzt so. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Ja, bedanke mich, Domian. Alles Gute von Herzen. Alles klar. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Jo. Hier ist Christine und Christine ist, wie alt ist denn die Christine? 52. Hallo, Christine. Hi, Domian. Hi. Ich rufe an wegen eines Themas, das bei euch schon mal kurz angeklungen ist. Ja. Thema Schlaflosigkeit, aber das hat irgendwie kein Echo gefunden. Ich habe damals auch an euch geschrieben, ob es irgendwie Adressen oder Namen gibt, also beziehungsweise den Anruf, ob man da Kontakt herstellen kann, aber es ist nichts gekommen und jetzt habe ich es einfach nochmal probiert. Das ist gut. Das heißt, du selbst leidest unter Schlaflosigkeit? Ja, seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren? Ja, ja. Das fing mit 22 an, mit Anfang 20? Nö, als ich Abiturientin war mit 19, 20, jetzt bin ich 52. Was heißt denn Schlaflosigkeit? Also es ging so los, dass ich halt ewig nicht einschlafen konnte und dann hat sich's immer mehr gesteigert und jetzt ist es seit langem so, dass ich also 2, 3, 4 Nächte die Woche überhaupt nicht schlafe und die anderen mit einem ganz schweren Mittel, dann so mit Unterbrechungen bisschen. Moment mal. 2, 3, 4 Nächte überhaupt nicht schläfst? Gar nicht? Nee. Du bist dann die ganze Nacht komplett wach? Naja, komplett wach. Ich hänge dann rum und manchmal bin ich teilweise, dann ist der Kreislauf kippt, weil das ja schon so lang geht. Dann bin ich in so einem komischen Halbwachzustand mit so verrückten Bildern, wo ich da meine Schreibtischarbeit zu lösen versuche und sonst was. Aber ich schlafe nicht, es ist kein Traum, es ist halt so ein Quälspiel. Ich kriege jetzt so ganz, ganz große Ohren, weil ich ja selbst auch unter Schlafproblemen leide, aber überhaupt nicht vergleiche mit dem, was du jetzt gerade gestellt hast. Wenn es bei mir denn mal so ist, wenn ich eine Nacht sehr wenig geschlafen habe oder fast gar nichts, bin ich so fertig am nächsten Tag, dass ich fast überhaupt nichts machen kann. Wie hältst du denn das? Ist mir auch. Bist du noch berufstätig? Ja, sehr. Ich versorge 2 studierende Kinder. Ich bin Dozentin an der Universität. Ich habe einen wahnsinnig aufwendigen Job. Und wie schaffst du das gerade? Du musst dann. Ich weiß es nicht. Ich bin immer sehr am wahnsinnig werden. Also ich bemerke das bei mir, dass ich dann auch immer Horror habe, in die Sendung zu gehen, wenn ich so schlecht geschlafen habe, weil ich gar nicht richtig sprechen kann und mich konzentrieren kann. Ich muss dann im Hörsaal und es ist mir kotzübel und die Wahrnehmung ist völlig getrübt und ich kann es auch gar nicht mehr schreiben. Also so 15, 20 Jahre habe ich es wirklich geschafft, dass ich nach so einer durchwachten Nacht mich in der Früh so hoch katapultiert habe, dass ich halt dann so völlig überdreht irgendwie funktioniert habe. Aber das geht seit langem auch schon nicht mehr. Also ich bin völlig immer, als ob ich schon gestorben wäre eigentlich. So fühle ich mich. Ja. Und es ist dann bei dir nicht so, das ist Gott sei Dank bei mir, dass ich dann in der nächsten Nacht so erschöpft bin, dass ich ja wirklich schlafen kann. Das ist bei dir nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich bin dann den ganzen Tag wirklich so, dass ich denke, ich liege schon da irgendwo in der Grube und je später der Abend wird, desto wacher und überdrehter werde ich und desto unwahrscheinlicher wird die Möglichkeit, dass sich das ausgleicht. Also so, ich werde dann
Und irgendwann, nach ein paar Tagen, wenn du es nicht mehr aushalten kannst, dann greifst du zu einem starken Mittel. Ja, von Arzt bekomme, aber natürlich so dosiert bekomme, weil der immer, was natürlich auch verrückt ist, der hat Angst, ich werde abhängig davon. Und ich denke mir immer, wo ist der größere Schaden? Genau, das würde ich dann auch fragen. Was bei ist das so für ein einer Mittel? Lebensbedrohlichen Sache, ja. Das ist nämlich wirklich, das ist wirklich so eine Krankheit zum Tode. Das, und da denke ich mir dann immer, dann wäre die Abhängigkeit von diesem Mittel. Was ist das für ein Mittel? Das heißt Tranxilium. Ich bin in den letzten Jahren ziemlich viel operiert worden, da habe ich mitbekommen, das kriegt man immer vor Operationen, damit man ruhig ist bis zur Narkose, und normal Patienten schlafen davon dann schon ein, jetzt ich natürlich nicht. Ist denn das, wenn du dieses Mittel eingenommen hast, ist das ein erholsamer Schlaf oder so ein Schlaf wie man... Wie gesagt, das sind dann so... Wie eine Narkose irgendwie. Nee, das ist dann so durchbrochen. Also ich schlafe ein und wach wieder auf und dann bin ich eine Weile wach und dann bin ich halb wach und dann schlafe ich wieder eine Weile. Und dennoch, wenn du das eingenommen hast. Ich bin natürlich auch am nächsten Tag so ein bisschen, also oder ziemlich gedrückt, also depressiv, sowohl körperlich als auch geistig, seelisch. Kannst du dich erinnern, wenn du jetzt mal ein paar Wochen, ein paar Monate oder wie auch immer zurückgehst, an den letzten Tag, wo du morgens aufgestanden bist und dachtest, ach, heute geht es mir doch ganz gut, ich bin relativ frisch. Gibt es überhaupt nicht mehr. Wie schrecklich. Schon ganz lang nicht mehr. Wie schrecklich. Also es gab so die ersten 15 Jahre, gab es das manchmal. Aber das kenne ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das normal ist, dass man einfach so aufsteht und sein Tagwerk beginnt. Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn man ausgeschlafen aufwacht. Ne? Und sagt, toll, schön. Kann man mal verrückt werden, wenn ich mit den Studenten dann in so Praktikumsklassen in der Schule bin und früh um 7:30 und dann die Studenten gähnen dann so und sagen, ach, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, dass wir mal dann Lehrer sind und so früh erscheinen müssen und gähnen dann so ausgiebig und strecken sich und dehnen sich, und dann merke ich richtig, wie in mir die Wut und die Not hochsteigt. Ich möchte ihnen sagen, reißen Sie sich mal zusammen, ich habe keine Minute geschlafen und gehen hier auch mir nicht einen ab. Also jetzt hast du gerade gesagt, schon ein richtiges Stichwort, das kann oder ist unter Umständen lebensbedrohlich. Ja, würde mir mein Laienverstand auch sagen, wenn man so lange fast nicht schläft, dass du denn überhaupt noch lebst. Ja, ich bin auch, also die Ärzte sind auch ganz verblüfft, und deswegen ist auch so mein Appell, warum ich angerufen habe, weil ich hoffe, dass ich irgendwelche Betroffenen ausgraben kann, denn die meisten in meiner Position, die sind entweder nicht mehr da oder hängen in irgendeiner psychiatrischen Klinik sind völlig aus dem Leben genommen. Und wenn ich da hinkomme, sehe ich die schlurfen im verblassten Trainingsanzug mit fahlem Gesicht und Haar durch die Gegend. Achso, da gab es schon so Kontakte. Du hast dann schon... wenn ich da halt zur Untersuchung gehe, ich habe schon alles probiert, was es nur gibt. Schlafklinik und sonst was, Schlaflabor. Lass mich mal eben nochmal fragen zu deinem Gesundheitszustand. Ist der denn sehr angeschlagen? Ja. Das ist also eine Krebserkrankung daraus erwachsen, so ist die Vermutung der Ärzte. Also es gibt auch andere Hintergründe für diese Erkrankung, aber es ist eine starke Vermutung, dass dadurch der Körper halt einfach überhaupt keine Widerstandskraft hat. Du hast es jetzt gerade angedeutet. Ja, klar, das Immunsystem ist natürlich völlig angeschlagen. Ne? Du hast es gerade angedeutet, du hast schon sehr viel recherchiert, Schlaflabor, und hast auch Sachen unternommen. Ich habe auch ziemlich viele Tricks entwickelt, mich überhaupt, also wie gesagt, die Ärzte sind eher mal verblüfft, sagen sie, können mir eigentlich gar nicht helfen, ich könnte mir selber am besten helfen, sagen sie, sind ganz unerklärlich, wie ich das hinkriege, die Jahre über. Warst du auch schon mal im Laufe der Zeit irgendwann mal in eine Klinik für einen längeren Zeitraum? Eine psychosomatische Klinik oder? Also ich hatte zumindest so umfassende psychiatrische und psychosomatische Betreuung. Auch schon längere Zeit eine Therapie gemacht oder? Ja. Also so das, was man so machen kann, ist schon... Aber es ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, weil jemand, der furchtbar viel arbeiten muss und nicht schläft, der hat unglaubliche Zeitprobleme und Terminprobleme. Und das ist auch dann so, dann bin ich so froh, wenn ich irgendwie offiziell auftreten musste, mein beruflich, und ich habe das hinter mir, und dann werde ich schwach und denke, jetzt gehe ich nicht noch zum Arzt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt gehe ich heim und breche am Schreibtisch in mich zusammen und da bin ich allein und kann vor mich hin, oder ist nur meine Familie. Aber so ein extremer Fall wie du bist, müsste doch eigentlich ein gefundenes Fressen sein für Schlafwissenschaftler. Bin auch schon, es haben mich schon x Doktoranden ewig lang interviewt, und ich bin auch schon in so ein Traumbuch eingegangen, weil die dann mich in eine
Schlafklinik in Schlaf versetzt haben und meine mich immer, wenn ich geträumt habe, geweckt haben und gefragt haben. Also ich bin schon zu Studienzwecken ausgenutzt worden, aber nicht in der Richtung, dass ich jetzt wieder was zurückbekomme. Also es gibt keine Koryphäen in Deutschland, die sich mit dir schon beschäftigt haben und haben gesagt, da können wir haben irgendeine Idee, was wir mit ihr machen können. Nee. Ja. Du arbeitest. Ich habe schon einiges probiert, also. Mhm. Gab es Momente in diesen vielen Jahren, so könnte ich mir das vorstellen, dass du sagtest, ich will nicht mehr? Ich kann ja, nicht mehr. Ja, das ist ganz oft. Das ist auch, ich habe praktisch jeden Abend, je später es wird, im Hinblick auf den nächsten Tag, habe ich Todesangst vor dem nächsten Tag. Das und das, also ich werde das nie tun, aber es ist tatsächlich so wie bei Camus, dass ich mir immer sage, das ist mein letzter Ausweg und mich damit tröste, dass ich immer sage, ich kann dem noch. Weiß ja nicht, wie es mir irgendwann geht, weil da natürlich ganz viele Gefahren daraus erwachsen. Also mein Hausarzt sagt, sie sind extrem schlaganfallgefährdet und solche Dinge. Und dann kann man vielleicht nicht mehr so, wie man will, aber jetzt tröste ich mich immer damit, dass ich sage, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann ich das tun. Du hast dich wahrscheinlich schon kundig gemacht, deswegen kann ich dich fragen. Ich weiß es nicht. Gibt es in Deutschland eine Universität, die sich sehr spezialisiert hat auf Schlafproblematik? Also ich war in Freiburg, das ist offensichtlich speziell und dann hat mir meine Kollegin von der Uni Osnabrück gesagt, dass es bei Ihnen was gäbe, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber es wachsen immer so Botschaften aus dem Boden und dann, wenn man sich an die wendet, dann ist es doch nicht so, also die dümpeln da rum, die tappen im Dunkeln, habe ich den Eindruck, was ich... Ich finde das ganz erschütternd, was du mir erzählst und kann es wirklich aufgrund meiner kleinen Mini-Störung im Gegensatz zu dir so ansatzweise erahnen, was in dir los ist und wie es dir geht. Aber wirklich ja nur ansatzweise. Ich verstehe jetzt deinen Anruf bei mir, auch als Hilferuf nach draußen. Ja. Wer hat sowas? Ja. Wer hat Ideen? Ja, genau, das war mein Anlass. Ja? Deswegen habe ich mich auch immer zurückgehalten, weil ich jetzt mir schon klar war, ich nicht gedacht habe, dass wir in 5-Minuten-Gespräch mein Problem lösen können. Aber völlig klar, weil es eben so eine stille Krankheit ist, weil man fühlt sich witzigerweise oder komischerweise sehr aussätzig, wenn man das hat. Also, wenn jemand jetzt hellhörig geworden ist und in ähnlicher Weise betroffen ist oder betroffen war oder wenn ein Arzt, ein Professor uns zuschaut oder zuhört und eine Idee hat, bitte mailt uns, mailt an domian@wdr.de. Wir stellen auf jeden Fall den Kontakt dann zu Christine her und machen alles, was in unserer Macht jetzt steht. Ich will dich jetzt gar nicht weiter mit meiner Psychologin verbinden. Ich glaube, das bringt dir gar nichts. Nee, soweit bist du, da hast du schon alles hinter dir. Ja, ne? Also interessant wäre jetzt, wir fragen jetzt wirklich weit in die Nacht hinein, nach ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, ob irgendjemand eine Idee hat. Aber wirklich nicht jetzt Kleinkram, heiße Milch mit Honig trinken und so ein Kram, sondern das ist, richtig Zynismus. Ernst. Genau. Wenn jemand sagt, trinken Sie doch mal ein Bier am Abend. Ja, das ist albern. Das leiten wir gar nicht weiter. Also handfeste, wichtige Informationen oder vielleicht dann auch einen Kontaktaustausch, Informationsaustausch mit dir. Ja. Das machen wir, das verspreche ich dir. Ja, danke. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du uns dann vielleicht auch in absehbarer Zeit nochmal mailen könntest, wie es weitergeht und was passiert ist. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Halt durch, Christine. Im Interesse aller Schlaflosen. Ja, ich halt durch. Und ich hoffe sehr, dass was Vernünftiges irgendwie jetzt durch dieses Gespräch passiert. Ja, das hoffe ich auch sehr und danke sehr. Alles Gute von Herzen. Danke, mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier ist Agatha. Agatha, ist das richtig? Ja, hallo. Hallo, und du bist 17? Ja, ich bin 17 Jahre alt. Also ich wollte auch erstmal sagen, also dass ich deine Sendung jetzt auch schon seit 2 Jahren gucke. Ja. Also ich nehme die ziemlich oft auf Video auf, weil ich bin erst 17 und ich kann auch nicht so lange wach bleiben eigentlich. Ist mir klar. Du gehst noch zur Schule oder was machst du? Ja, ich mache jetzt Abitur, ich bin jetzt gerade in die 11. Klasse gekommen. Ja, da kann man auch nicht immer bis 2, 3 auf sein. Nee, Gott sei Dank haben meine Lehrer morgen Ausflug, da kann ich länger wach bleiben heute. Ja, das freut mich, dass du uns öfters siehst und hörst dann auch. Ja, also warum ich heute anrufe, und zwar geht das um Folgendes. Ich habe... Seit einem halben Jahr habe ich einen Freund, der ist 3 Jahre älter als ich. Mhm. Der ist jetzt vor kurzem 20 geworden. Ja. Ich war auch bis vor 3 Monaten eigentlich ziemlich glücklich in der Beziehung. Mhm. Und jetzt ist es allerdings so gewesen, dass ich vor knapp 3 Monaten dann auch festgestellt habe, dass ich dann doch auch
sag ich mal, auf Frauen stehe. Aha. Und es ist so, dass ich halt eine Freundin habe. Ich lese nämlich hier auf meinem Computer Agatha, 17 Jahre, in Klammern, plus Freundin. Ja. Da ist bei dir in deiner Nähe jetzt gerade neben dir auch eine Freundin. Ja, also sie ist jetzt nicht neben mir, die ist gerade unten im Keller. Ach so. Die guckt sich das jetzt an, wir hatten erst überlegt, zusammen halt mit dir zu sprechen. Aber möchte sie nicht? Sie möchte nicht, also dann sie hat da nicht... Verstehe, dann sage ich einfach mal hallo Freundin von Agatha. Ja. Ne? Ich hoffe mal, sie hört das jetzt unten. Ja, also das hast du jetzt vor 3 Monaten ungefähr gemerkt, dass du auch irgendwie bisexuell bist. Ja, und zwar haben wir das dadurch gemerkt, also es ist auch mit meiner besten Freundin. Hm. Also wir sind schon seit ungefähr 15 Jahren wirklich zusammen. Wir sind halt zusammen im Kindergarten gekommen. Ja, so richtig Busenfreundschaft. Genau, wir wohnen halt in einem kleinen Dorf. Hm. Zusammen Kindergarten, Schule, Grundschule, alles. Hm. Und haben halt beide gleichzeitig festgestellt, was uns halt sehr gewundert hat, dass wir halt beide diese Neigung haben. Das ist auch die Freundin, die jetzt gerade im Keller sitzt. Genau. Mhm. Und wir haben diese Neigung halt zusammen, ausprobiert. Genau. Das heißt, ihr hattet Sex miteinander. Ja, also es fing halt an, dass wir uns halt geküsst haben. Mhm. Und es wurde dann halt im Laufe der Zeit immer mehr. Ja. Und jetzt vor 3-4 Tagen mittlerweile hatten wir dann halt auch, also es war halt sonst immer nur Küssen und Streicheln. Mhm. Und dann wurde es halt wirklich immer mehr. Mhm. Und wie ich dir ja gerade gesagt habe, bin ich in einer festen Beziehung. Mhm. Und meine beste Freundin, die Tina auch, schon seit 1,5 Jahren. Ja. Und wir sind halt gerade am Überlegen, ob das bei uns im Moment nur so eine Phase des Ausprobierens ist. Mhm. Oder halt wirklich, dass wir sagen könnten, wir könnten uns das halt vorstellen, miteinander halt auch irgendwie eine Beziehung anzufangen. Ja. Und da haben wir gedacht, oder ich habe vor allem gedacht, ich versuche mich jetzt mal an dich zu wenden, weil ich denke, wie ich das halt auch in letzter Zeit halt immer gesehen habe, hast du halt öfter so Fälle, wo du halt mit Leuten zusammentriffst, die dir halt sowas dann erzählen. Ja, ist schon wirklich auch ein schwieriges Problem. Ihr seid ja nun auch so lange schon befreundet, da ist, habt ihr ja quasi auch eine Beziehung. Das ist dann ja auch eine Art von Beziehung, wenn man so lange ganz eng mit jemandem befreundet ist. Mhm. Erzähl mir mal, wie du das bei der Sexualität empfindest. Ist das für dich sehr schön, sehr intensiv, sehr erregend, sehr leidenschaftlich? Ja, also ich muss sagen, das mit der Tina, und da dringt die Tina auch genau wie ich, also wir hatten, wie gesagt, nur einmal Sex, wenn man das, ne? Ja. Und wir haben beide halt voneinander gesagt, also, dass uns das mehr, sag ich mal, gebracht hat, als mit unseren Freunden, unseren jeweiligen Partnern. Ist das denn auch so, dass du schon das Bedürfnis, eigentlich immer so das Bedürfnis hast, wenn du mit Tina zusammen bist, sie auch anzufassen, zärtlich mit ihr zu sein, das schon? Ja. Und bei ihr ist das genau umgekehrt genauso? Bei ihr ist das haargenau so. Ja. Hast du das Gefühl, auch wenn du mit deinem Freund zusammen bist, dass du gerne ständig mit dem zärtlich bist und... Ja, das ist es ja eben, was mich so stört. Und das ist bei Tina eben auch nicht anders. Mhm. Also würdest du sagen, eigentlich ist es 50-50. Genau. Ja. Und wenn ich liebe meinen Freund und das ist bei ihr genauso, aber auch füreinander empfinden wir halt sehr, sehr viel. Ja, aber du hast gerade ja was gesagt, dass die Sexualität, die du mit Tina erlebt hast, dir eigentlich mehr gebracht hat, euch mehr gebracht hat als mit den Jungs. Ja. Das ist ja schon eine Wertung, ne? Ja. Da sagst du ja aus, da ist mehr gebacken bei mir, als wenn ich mit meinem Freund zusammen bin. Ja. Wenn du mit deinem Freund schläfst, passiert das nach wie vor oft wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Jetzt ganz ehrlich, denkst du da manchmal an Tina? Ja. Mhm. Habt ihr beiden darüber auch schon mal offen gesprochen? Tina und ich? Ja. Ja, also Tina und ich haben da schon oft drüber gesprochen. Denkt sie, wenn sie mit ihrem Freund schläft, auch an dich? Ich denke ja, also das habe ich sie noch nicht konkret gefragt. Mhm. Ich habe ihr halt gesagt, wie es bei mir ist. Ja. Wie es bei ihr aussieht, weiß ich halt nicht genau. Ja. Ich denke, dass wir gleich noch in Ruhe drüber sprechen werden. Mhm. Also im Großen und Ganzen hört sich das so an, als würdest du wirklich aus tiefster Seele sagen, ich liebe meine Freundin Tina. Mhm. Ist es so? Ja, ich denke schon. So wie du, also es ist eine tiefe Freundschaft da, das ist ja schon auch immer eine Form von Liebe. Und wenn das jetzt auch noch mit der körperlichen Geschichte dazukommt, kann man das, glaube ich, so sagen. Ne? Mhm. Aber da bist du zwiegespalten, du hast eben deinen Freund auch lieb. Ja,
das ist es ja eben. Und ich möchte halt da auch niemanden verletzen. Mhm. Ne? Mhm. Aber je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, gehen manchmal solche Geschichten eben doch so aus, dass man jemanden verletzen muss. Ja. Das ist das Traurige daran. Ja. Es könnte natürlich sein, dass das so eine Ausprobierphase ist, ja, wie du gerade gesagt hast. Aber ich nehme sehr ernst, zum Beispiel, was du über die Sexualität mir berichtet hast, dass das eigentlich schöner ist mit der Tina als mit deinem Freund. Ja. Ich nehme ernst, dass eine ständige körperliche und erotische Sehnsucht quasi da ist, dass du immer gerne Tina anfasst und sie streichelst und umgekehrt auch. Wenn das nur eine Ausprobierphase wäre, dann wäre das nicht so. Würde man vielleicht mal Sex miteinander haben, mal ausprobieren, mal gucken, wie es so ist. Aber dann wäre das nicht so ständig da, glaube ich. Ja. Soll ich dir mal ein kleines Geheimnis verraten, was gar nicht so ein Geheimnis ist? Ich hatte damals, da war ich ein bisschen älter als du, ja, auch mit meinem allerbesten Freund genau dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Und war genau in dem gleichen Zwiespalt, weil ich eine Freundin hatte und er eine Freundin hatte. Mhm. Und wir damals ganz verzweifelt waren, was ist jetzt? Wo gehören wir hin? Gehören wir beiden Jungs jetzt zusammen oder doch lieber zu den Mädels? Ja. Letztendlich, nach langen, langen, qualvollen Zeiten, will ich mal so sagen, ist es dann hingegangen zu den Jungs. Mhm. Also wir beiden Jungs. Ja. Da kann man natürlich nicht rausschließen, dass das immer so ist. Deswegen will ich da sehr vorsichtig sein. Ich habe es dir nur mal so erzählt. Mhm. Ich würde an deiner Stelle, an eurer Stelle, das Ganze noch eine kleine Weile beobachten. Ja. Aber dann muss etwas entschieden werden, weil ihr geht ja letztendlich euren Freunden auch fremd, ne? Mhm. Mit euch. Das ist ja auch keine Schuld. Ja, das ist es ja eben, was uns auch so stört, oder? Ja, das geht auf Dauer nicht. Das geht nicht. Dann müsst ihr einfach, und diese Entscheidung kann euch kein Mensch auf der Welt abnehmen. Da müsst ihr wirklich ganz tief in euch hineingucken und hören, wo schlägt das Herz hin? Was will ich? Was möchte ich? Und also dann, da bin ich auch ziemlich froh, dass die Tina und ich da so ein offenes Verhältnis haben und dass wir überhaupt darüber sprechen können. Also, weil wir jetzt auch schon den ganzen Abend, also ich bin halt bei Tina und wir sind halt schon den ganzen Abend drüber am Sprechen und jetzt halt auch durch dich und ich denke mal, dass wir heute auch noch lange drüber sprechen werden. Ja. Und das ist uns halt doch sehr, sehr wichtig, auch wenn wir halt jung sind. Weil, weißt du, Agatha, letztendlich finde ich sowieso, dass ihr sehr bald euren Freunden das zumindest erzählen solltet. Ich finde immer, in dem Moment, wo alle Wahrheit auf dem Tisch liegt, bekommt so eine Sache eine ganz andere Dynamik. Mhm. Ne? Dann reagieren die Jungs darauf, dann fordern die was ein, dann müsst ihr wieder zurückreagieren und dadurch entsteht etwas und meistens entsteht daraus das Richtige. Ja. Dieses Geheimhalten ist nicht in Ordnung. Mhm. Das ist kein gutes Verhalten. So würdest du ja auch nicht gerne behandelt werden, umgekehrt. Mhm. Ne? Stell dir mal vor, dein Freund hätte mit seinem besten Freund was und du würdest das nicht erfahren und vielleicht irgendwann hintenrum erfahren und es ist alles nicht in Ordnung. Ich denke, da hast du auf jeden Fall recht. Also Ehrlichkeit, ja. Ja. Also man könnte sich ja jetzt schon mal so einigen, ihr beiden bekakelt das Ganze noch weiter, ihr beiden Mädels und redet. Ja. Und nehmt euch jetzt vor, dass so vielleicht in der nächsten Woche oder muss ja jetzt nicht auf den Tag festgelegt sein, dass auf jeden Fall den Jungs Bescheid gesagt wird. Ja. So. Und dann gucken wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja. Ich hab's irgendwie so ein Gespür, dass ihr beiden zusammenkommt. Aber das will ich euch nicht einreden. Aber ich nehme sehr ernst, was du gesagt hast und würde es nicht so spontan einfach unter wir experimentieren mal abbuchen wollen. Glaube ich nicht. Dafür klingt es mir doch sehr ernst. Ja, dann, ich denke, wir werden dann wirklich den Schritt tun, den du uns gerade gesagt hast. Auf jeden Fall erstmal unseren Freunden das erzählen und dann in vielen Gesprächen wirklich weiter gucken, was unser Herz sagt. Genau, so würde ich es auch sehen. Liebe Agathe. Ja, ich danke, Domian. Ich grüße jetzt in den Keller zu euch die Tina. Und hoffe, dass ihr bald eine gute Entscheidung findet und ihr, wie auch immer, dann sehr glücklich leben werdet. Ja, ich danke dir schon mal. Alles Gute. Tschüss, ja, tschüss. Tschüss. Das war Agathe. Wir haben 1.54 Uhr. Hier ist eine Live-Telefon-Talkshow aus Köln vom WDR von 1 Live. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft an. Hier ist Chrissy, 21. Hallo. Hallo. Chrissy, um was geht's denn bei dir? Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich bin verliebt in jemanden, der verheiratet ist. Oh, das ist immer kompliziert. Ja, allerdings. Ich habe selber einen Freund, aber irgendwie... Das auch noch. Du hast einen Freund. Ich habe einen Freund. Und du bist in einen Mann verliebt?
Der verheiratet ist. Wie alt ist denn der Mann? 28. 28? Hat er Kinder? Nein. Nee. Wie lange ist der 28-jährige Mann schon verheiratet? 2 Jahre. Ja. Und wie lange bist du schon in ihn verliebt? Seit 4 Wochen circa. Ganz frisch? Ja. Und deine Beziehung, wie lange läuft die schon? Eine Woche. Wie ist das möglich? Du bist in einen Mann verliebt und lässt dich dann auf eine neue Beziehung ein? Verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Da ist ja alles durcheinander. Ja, aber total. Bist du denn in deinen Freund, mit dem du mal fette 7 Tage zusammen bist, bist du in den verknallt, richtig? Nicht wirklich. Warum bist du denn mit dem zusammen, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Doch, musst du wissen. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ja, man ist doch nicht einfach so mit jemandem zusammen, einfach so. Nein, weiß ich nicht. Er ist halt lieb und nett und hast gedacht, das, was ich vermisse. Da hast du gesagt, besser als nix, nehme ich den mal. Solange ich den anderen nicht richtig kriege, nehme ich den. Ja, so ungefähr. Seit 4 Wochen mit dem anderen richtig verbandelt schon oder einfach nur heimlich verliebt? Ja, wir sind schon heimlich verliebt, aber es läuft schon mehr. Es läuft schon was. Also er ist auch an dir interessiert. Ja, er ist nicht glücklich in seiner Ehe. Aber kann sich nicht scheiden lassen, weil die beiden haben damals ein Haus zusammengebaut. Mhm. Dieses Haus ist nicht abgezahlt. Mhm. Oder die sind halt noch dabei, es abzuzahlen. Und aber da gibt es auch Mittel und Wege, sowas zu lösen, wenn es dann wirklich ernst wird. Es wäre ja, nicht, klar, ne, es wär nicht die Ersten. Nee, aber es wäre halt ziemlich blöd, weil er müsste sie ja auszahlen. Ja. Und wie oft seht ihr euch? Ja, ganz selten. Ganz selten? Ja, weil es sonst auffliegen würde. Wie oft denn? Ich meine, wir reden ja erstmal von 4 Wochen. Wie oft habt ihr euch denn in diesen 4 Wochen gesehen? Ja, 4-mal waren es dann doch. Und immer, wenn mein Auto kaputt war, weil er arbeitet in der Werkstatt, wo ich mein Auto hinbringe, wenn es kaputt ist. Also sehe ich jetzt schon, dass Chrissy immer gerne irgendwo gegenfährt, damit das Auto kaputt geht? Nein, mir fällt Auspuff immer runter. Oh ja, oder sowas, um dann den Typ zu treffen. Nee, nicht wirklich. Aber ich kann ja nichts dafür, dass der da arbeitet. Aber das ist ja alles noch wirklich sehr in der sehr in der Anfangsphase, ne? 4-mal ja erst gesehen. Da kann aber ja, es geht trotzdem hin und her irgendwie. Gefühlschaos hoch 3. Ja. Also, jetzt ist die Frage, wie du dich weiter verhältst. Fangen wir mal von der einen Seite ja an. Nicht. Ja, ich finde, der allererste Schritt, Chrissy, müsste sein, dass du diese andere Beziehung, die du da angefangen hast, die eine Woche erst dauert, wieder erstmal, die muss beendet werden. Ja, das ist mir ja auch klar. Ich weiß nicht, wie. Ich will ihn nicht verletzen. Ach komm. Nach einer Woche, wenn du sagst, hier komm, es ist doch nicht so zwischen uns, da verletzt du keinen so riesig. Du verletzt ihn vielmehr, wenn du den Wochen oder Monate lang jetzt belügst, dann verletzt du den. Aber nach einer Woche ist das kein Thema. So, du bist eine 21-jährige junge Frau. Da kann man sagen, pass auf, Junge, ich habe mich doch getäuscht, wir lassen es sein. Kein Aber. Tue ich das morgen. Genau, so, dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Aber jetzt der andere. Mit dem anderen ist natürlich so eine Sache. Wenn du da ernsthaft verliebt bist, und das bist du, ne? Da bist du interessiert. Das bin ich. Dann würde ich das Ganze sich erstmal entwickeln lassen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Das ist ja nun auch noch super frisch und es ist 4 Wochen. Wie er drauf ist, wie ob er das wirklich ernst meint mit dir. Hast du den Eindruck, dass er das ernst meint? Das habe ich doch. Mhm. Da würde ich jetzt einfach nur raten, lass mal ein bisschen Zeit ins Land streichen und beschnuppert euch mal noch ein bisschen mehr. Und dann unterhalten wir uns mal in 4 Monaten nochmal. Dann ist die Sache, hat die Sache schon mehr Hand und Fuß. Hm. Ja. Oder du schreckst jetzt davor zurück, weil der ist verheiratet und da sind finanzielle Sachen und der kann da nicht weg. Und du bist jetzt ganz, ganz streng mit dir und sagst, nee, ich ziehe mich auch von dem zurück. Ich habe keine Lust auf diese ganzen Problemsachen, die da auf mich zukommen. Mhm. Aber wenn dein Herz sehr zu diesem Mann hintendiert, dann würde ich wieder an der Stelle sagen, okay, komm, ich riskiere es. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Ich lasse es drauf ankommen. Mhm. Wenn der in seiner Ehe da fremd geht, das ist dessen Problem, das ist nicht dein Problem. Mhm. Ne? Alles klar. Ja, Chrissy, soweit würde ich das sagen. Alles und klar. Und dann wünsche ich gutes Gelingen und viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, schon wieder ist eine Stunde rum, schwuppdiwupp, mein Gott, geht das immer flott. Jetzt haben wir schon 1:59 und 36 Sekunden, gleich 2 Uhr.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören, fürs Mitmachen. In der Technik war Gudrun Hausen. Wenn ihr mehr über uns mal sehen und erfahren wollt, geht ins Internet domian.de. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Heute ist Freitag, der 17. September. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Wien. Im Atomstreit mit dem Iran haben sich die USA